Ich habe mir kürzlich eine neue Zahnbürste gekauft, über die will ich heute mal sprechen, einfach weil die gut empfohlen wird, weil die sehr beliebt ist, weil die immer wieder in guten Testberichten erscheint, etc. Also das ist einfach eine super Zahnbürste und das will ich heute mal mit eigenen Worten sozusagen hier formulieren. Die Philips Sonic Care für 49,99, glaube ich. Da gibt es gerade Angebote bei Amazon. Die ist relativ einfach gehalten, hat hier einen Ein- und Ausschalter. Hier unten hat sie den Hinweis, wann man den Bürstenkopf wechseln soll, wann der Akku leer ist, wobei ich die Akkuanzeige noch nicht so ganz verstanden habe. Und ja, ansonsten steht die hier auf dem Modul, dass sie lädt und viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Guckt euch den Bürstenkopf an. Der ist schon relativ benutzt. Es wird mir aber noch nicht angezeigt, dass ich den wechseln soll. Und im Vergleich könnt ihr euch auch mal einen neuen Bürstenkopf ansehen. Den seht ihr hier. Die sehen so aus. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wie ist das Putzgefühl von der Philips Sonicare? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Also die Philips Sonicare, ich glaube, so ein ähnliches Modell habe ich, wenn nicht sogar genau das gleiche. Die verspricht immerhin für hier, wie gesagt, 49 Euro momentan bei Amazon. Unverbindliche Preisempfehlung 84,99. Die verspricht 7-mal mehr Plaque zu entfernen wie andere Zahnbürsten. Besonderes Merkmal, Timer für das Bürsten, batteriebetrieben elektrisch. Natürlich weißere Zähne entfernen sie Verfärbungen für ein weißeres Lächeln. Nach nur einer Woche sanft und sicher reinigt die Zahnzwischenräume und das Zahnfleisch. Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und entfernt Plaque. Falls ihr euch gefragt habt, was diese Schalltechnologie überhaupt macht, es wird durch den Akku eine Betriebszeit von bis zu 2 Wochen ermöglicht, komplett geladen bis leer. Im Lieferumfang ist die elektrische Schallzahnbürste inklusive Station, nehme ich an, und außerdem 2 Bürstenköpfe. Ja, wir können uns nochmal kurz die Bilder ansehen. 100 Tage Geld-Zurück-Garantie. Hält Zähne in nur einer Woche auf, bis zu 7-mal bessere Plaque-Entfernung, fortschrittliche Schalltechnologie, sanft und effektiv, Drucksensor schützt Zähne und Zahnfleisch, wobei ich auch noch nicht ganz verstanden habe, wo der Drucksensor ist und wie er mich genau darauf hinweist, dass ich zu fest drücke. Das habe ich selber noch nicht rausgefunden. Möglich, dass das mit dem Bürstenkopf oben zu tun hat. Da ist ja so ein Zeichen drauf, dass das dann vielleicht blinkt. Ich habe das noch nie gesehen. Jedenfalls habe ich hier auch gar nicht das Bedürfnis zu drücken. Das fühlt sich einfach gut an, sich damit die Zähne zu putzen. Die Zähne fühlen sich sauber an. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich habe die mit meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte die nur einfach mal empfehlen, wenn ihr gerade zufällig eine elektrische Zahnbürste sucht. Ich lese euch jetzt hier auch nicht den ganzen Text vor, aber sichtbar weißere Zähne nach nur einer Woche, ein Unterschied, den man sehen und fühlen kann. 4 Quadranten-Timer, also für jeweils einen Teil vom Mund, den man nach und nach bearbeitet. 2 Intensitäten, wie ich das umschalte, habe ich auch noch nicht rausgefunden. 2 Minuten Quadranten-Timer und 4 Quadranten-Timer. Anleitung zum Putzen für die empfohlene Zeit. Ich muss mir da nochmal die Gebrauchsanweisung genau durchlesen. Austauscherinnerung für den Bürstenkopf, das finde ich gut. Das ist das übliche Werbegeschwätz hier. Easy Startfunktion, Drucksensor, den wird hier nochmal hingewiesen. Erinnert Sie sanft, wenn Sie zu stark drücken, aber ich weiß immer noch nicht wie. Also das ist ein sehr gut bewertetes Produkt. Ich finde die gut, fühlt sich irgendwie richtig an, auch wenn am Anfang das Putzen sehr ungewohnt ist. Ich komme von so einer Zahnbürste, war jetzt nicht Pro irgendwas, das war halt eine ganz normale Oral-B Zahnbürste und die funktioniert ja ohne Schall, das heißt, die funktioniert sozusagen rein mechanisch. Gibt da auch verschiedene Timer und Komfortfunktionen, ist so gesehen auch nicht schlecht, aber im Vergleich fühlen sich meine Zähne jetzt sauberer an, muss ich sagen. Von Oral-B gibt es auch eine Schallzahnbürste, die habe ich auch mal besessen, das ist aber schon 10 Jahre her oder so. Ich glaube, die wurde verbessert in der Zwischenzeit. Ich war damals nicht so sehr davon überzeugt. Weiß nicht, wie die jetzt ist im Vergleich zur Philips Sonicare, aber bei der bleibe ich jetzt erstmal. Die Bürstenköpfe sind auch nicht ganz so teuer, also geht. Ich denke, das schenkt sich nicht viel. Hier die Originalen, 3,61 pro Stück, ist aber auch Premium Plaque Defense Schallzahnbürste.
Bürsten, da sind weniger drin und teurer sind sie auch noch. Also da gibt es große Unterschiede. Vermutlich funktionieren die aber alle mit meiner Zahnbürste. Ihr seht also, was die pro Stück kosten. Teilweise, da gibt es große Unterschiede. Und im Vergleich dazu die Oral-B Zahnbürsten, ja, die sind schon günstiger, muss ich zugeben, teilweise, aber auch da gibt es sehr kostspielige Varianten. So, ich will euch die auch gleich nochmal kurz im Betrieb zeigen. Nochmal kurz zum Putzgefühl. Es fühlt sich einfach richtig an. Man hat gar nicht das Bedürfnis festzudrücken. Sehr angenehme Vibration. Komische Geräusche entstehen allerdings beim Putzen, das werdet ihr ja auch gleich hören. Ansonsten kommt man perfekt in die ganzen Zahnzwischenräume rein etc. Rundrum kann man die Zähne putzen. Es wird auch eine Anleitung mitgeliefert, wie das genau funktioniert. Je nachdem, wie lange man hier auf diesen Knopf drückt, gibt es zwei unterschiedliche Modi, die ich euch kurz demonstrieren werde. Das also ist die Philips Sonicare. Los geht's. Ihr könnt im Betrieb die Intensität steigern und seht auch hier, vielleicht, dass das Ganze ein bisschen vibriert. Es ist wie gesagt ein bisschen schrill, ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Mund. Wenn man sich aber erst daran gewöhnt hat, dann macht das Zähneputzen damit richtig Spaß. Wie gesagt, ich bekomme da kein Geld für, dass ich diese Zahnbürste promote. Ich bin einfach bisher sehr zufrieden damit. Die erste Bürste hält mir jetzt schon gut 2 Monate, schätze ich. Also relativ lang sogar. Und ja, mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wie putzt ihr euch die Zähne? Hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.